Zweite Operation. Wie schlimm steht und haute X27 Semikolon ist wirklich um Blakelivelü? Produktionsstopp wegen Blakelivelü, 30. Die Dreharbeiten für den Spionage-Thriller Terrorten-Sektion liegen weiterhin auf Eis. Der Grund dafür ist die ehemalige Gossip gelbe Audi. Allerdings nicht, weil die schöne Schauspielerin Starallüren an den Tag legt, sondern aufgrund einer nicht heilen wollenden Verletzung. Bereits Anfang Dezember wurde bekannt, dass die Hollywood-Schönheit sich während der Dreharbeiten einer Aktionsszene in Dublin so stark an der Hand verletzt hat, dass die Produktion gestoppt werden musste. Allerdings hätten die Filmemacher, so wie selbst, wohl nicht mit solch einer langen Pause gerechnet, denn der Leinwandstar leidet nach wie vor unter dem Unfall. Laut dem US-amerikanischen Nevs-Magazin The Hollywood Reporter benötigt die Zweifach-Mama eine weitere Operation und somit auch mehr Zeit zur Genesung. Die Produktionsfortsetzung soll sich jetzt sogar um weitere 5 Monate verschieben. Obwohl der Kinofilm noch nicht abgedreht ist, gibt es erste Details und auch Bilder des Streifens. Die Ehefrau von Ryan Reynolds, 41, ist in dem Murphy auf Rachefeldzug und nimmt dabei unterschiedliche Identitäten und somit auch Stills an. Kurze blonde Haare, brauner Pixie-Cute oder dunkelblonde Valermene mit Pony, die Masken- und Kostümbildner der Ex-Freundin von Penn Badgley, 31, leisten erstaunliche Arbeit. Bleibt zu hoffen, dass Blake bald wieder in den Genuss ihrer Rollenfigur kommt und gesund zurück ans Set kehrt. Glaubt ihr, dass Blake tatsächlich 5 weitere Monate pausieren muss? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das verheilt bestimmt schneller. Ja, mit so einer Handverletzung ist nicht zu spaßen.